Ist der Schütze bereit? Achtung! Ja, hallo. Ich möchte Ihnen diese Pumpe der Marke Gehmann zeigen. Und der Adapter, den ich jetzt hineinschraube und die Kartusche, die gleich im Bild ist, gehören nicht zum Lieferumfang, sondern das sind Teile, die halt jeweils zu den Waffen gehören. Wenn man die Kartusche reinschraubt, ist wichtig, dass zuvor die Ablassschraube geschlossen wird, sonst bläst die Kartusche nämlich ab und der Restdruck geht einem verloren. Also wie gesagt, dieses Teil gehört nicht zum Lieferumfang der Pumpe, sondern gehört halt jeweils zu der Waffe dazu. Das Montieren der Pumpe ist relativ einfach. Da wird nur die Bodenplatte mit zwei Schrauben angeschraubt. Und wie gesagt, vorm Einschrauben der Kartusche wäre wichtig, dass man kontrolliert, ob die Ablassschraube wirklich zu ist. Die Kartusche wird dann einfach auf den Adapter aufgeschraubt. Und man hat ja üblicherweise auf die Kartuschen noch Restdruck drauf und muss nur praktisch den grünen Bereich wieder aufpumpen. Und das geht am Anfang relativ einfach und wird am Ende dann ein bisschen sportlich. Ich werde das mal vollständig vorführen. Ja, man kann es natürlich komfortabler haben und die Pressluftkartuschen mittels einer Pressluftflasche auffüllen. Dabei ist nur das Problem, dass die Pressluftflasche natürlich auch an Druck verliert, je mehr Kartuschen man damit befüllt hat. Und man kann ja immer nur aus der Pressluftflasche das an Druck auffüllen, was in der Flasche vorhanden ist. Das heißt, man kommt am Ende nie auf die 200 Bar, die man gerne haben möchte. Und dieser Umstand spricht halt für das Verwenden von solchen Pumpen. Und man ist natürlich mit so einer Pumpe auch unabhängig und muss nicht mit der Pressluftflasche immer wieder zum Tauchshop oder zu einer anderen Firma, die einem die Flasche wieder befüllt. Also so eine Pumpe ist schon eine gute Sache. Wie gesagt, am Ende wird es recht sportlich, die Kartusche dann wirklich vollständig zu befüllen. Und jetzt ist es schon fertig. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.